Hallo, ich bin der David, ich bin von der SDS Newsline und wir führen jetzt ein Interview mit der Frau Adam. Sie führt hier heute ein Projekt, die Kerstensteiner, über Judentum. Über das Judentum. Wie kam sie dazu? Naja, ich bin Jüdin und ich bin Künstlerin. Und ich habe über die vielen, vielen letzten Jahre immer wieder Einladungen bekommen, mit Schulen zu arbeiten. Und wir wissen alle, wie der Unterricht läuft im Zusammenhang mit Judentum. Man lernt im Geschichtsunterricht die Gräueltaten der Nazis und so. Und dann ist man Juden gegenüber recht verklemmt und es ist alles so fremd und so. Und ich bin auch in Deutschland zur Schule gegangen und habe eben diese Beklemmung auch gespürt und fand das nicht gut. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich müsste eigentlich von Anfang an die Menschen locker machen und mit Spaß und mit Kreativität und ein bisschen mit Verrücktheit auch, dass wir zusammen jüdische Projekte machen oder Kunstprojekte zum Thema Judentum oder so. Und dann habe ich eben einen VW-Bus genommen, so einen knallgelben, vor ein paar Jahren habe ich den gekauft, vor 3 Jahren. Und den habe ich dann Happy Hippie Jew Bus genannt. Ein jüdisches Hippie-Auto, Hot Hip and Holy. Und es war einfach ein knallbuntes Fahrzeug. Und mit dem bin ich durch die Schulen gezogen. Und dann hatten wir einfach von Anfang an viel mehr Spaß zusammen und hatten eine andere Ebene, miteinander Dinge zu tun und uns kennenzulernen. Da hat man ja auch Interesse. Die ganzen anderen Leute, die fragen sich ja bestimmt, was ist das für ein Auto? Ja, das ist echt irre. Du fährst mit so einem Wagen auf einem Parkplatz oder auf eine Tankstelle zum Beispiel und plötzlich stehen da ganz viele Leute drumherum und fragen, hey, was ist denn das für ein cooles Auto? Und schon kommt man ins Gespräch und ist einfach locker. Und wir haben natürlich auch in so einem Bus total viel Platz und können ganz viele Dinge mitnehmen für Kunstprojekte, für Kochkurse, für handwerkliche Projekte. Wir haben Trickfilme schon gemacht, Musikprojekte. Also wir sind da sehr flexibel und es war einfach Spaß. Und es gibt ja immer diese Vorurteile und Klischees gegenüber Juden. Das ist doch bestimmt nicht leicht in Deutschland. Also es ist unheimlich anstrengend, ne? Weil wir immer wieder gefragt werden, oh, Sie sind jüdisch, wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Sie sind jüdisch, wann fahren Sie denn mal wieder nach Hause? Aber ich bin ja Jüdin. Und wir haben oft das Problem auch in der Gesellschaft, dass man sich gar nicht traut, Jude zu sagen. Jude ist irgendwie ein Schimpfwort oder sowas, ich verstehe es auch nicht. Sondern man sagt dann eben Mitbürger jüdischer Abstammung oder jüdischer Mitbürger oder so etwas. Aber man sagt eben nicht einfach Anna. Also ich sage ja auch nicht, ich weiß ja nicht, wenn du jetzt zum Beispiel katholisch wärst, würde ich ja auch nicht sagen, ein Mitbürger katholischer Abstammung. Ist ja völliger Unsinn. Ja. Ist ja deine Privatsache. Genau, und mit dem Bus versuchen wir eben auch genau auf diese Dinge aufmerksam zu machen, aber ohne, dass ich jetzt sage, hey, mach das nie wieder, sondern dass wir zusammen uns darüber lustig machen können und zusammen dann eben auch dafür sorgen können, dass dieser Unsinn verschwindet. Und ich habe dann natürlich auch in dem Bus Puppen zum Beispiel, in denen man so richtig schön sieht, wie verrückt Klischees sein können. Also da ist eine Puppe, die sieht aus wie ein nackiger Weihnachtsmann und anscheinend sehen alle Christen so aus, das ist ja völliger Quatsch. Oder eine Puppe, die ist eben sehr dunkelhäutig, sieht aus wie ein jamaikanischer Freak und soll nach amerikanischer Idee das Klischee für den Islam sein, was ja auch völliger Unsinn ist. Und dann sieht man da einen jüdischen Mann mit Hut, mit einem grauen Hut und einem Anzug und einem Bart und Löckchen. Okay, bis dahin kann ich noch mitgehen, aber der hat einen Gebetsschal um. Mal ehrlich, wer geht mit Gebetsschal in den Supermarkt? Das ist ja auch völliger Blödsinn. Und so, aber ich benutze solche Puppen eben, damit wir alle gleich auf den ersten Blick zusammen sehen können. Manchmal ist es einfach Quatsch, weil die Menschen sich so Gedanken machen, also sollten wir es anders machen. Ja, die haben ja diese Klischees, da denkt man immer, ja, der Jude sieht so aus, der Christ sieht so aus. Ja, genau. Die Muslimen laufen so rum, das ist ja nur die Religion, das heißt ja nicht, dass man so rumläuft. Genau. Stell dir mal vor, ich würde von Anfang an sagen, einer wie du, der isst doch niemals Kartoffeln, der kennt immer nur Reis, Sushi, 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 von morgens bis abends, obwohl ich überhaupt nichts über dich weiß, ne? Und das ist eben dieser Unsinn. Und wahrscheinlich gibt es sogar Menschen, die denken, du bist ein Sumo-Ringer oder ein Samurai oder was auch immer. Also da gibt es einfach ganz viel Unsinn. Und deswegen haben wir da viel zu tun. Und warum sollen wir das nicht mit Spaß machen? Das ist so die Idee mit uns.
Und nun haben wir halt einen neuen Bus bekommen und hier in dieser Stadt haben Schüler dieser Schule die Chance, heute Nachmittag anzufangen, aus einem schwarzen, modernen Auto ein schillernd buntes Hippie-Auto zu machen. Also dieser Wagen wird heute geschminkt sozusagen. Den haben Sie von VW gesponsert? Den habe ich von VW bekommen vor ein paar Tagen, ja. Weil VW Jalda Riebling und mich darin unterstützen möchte, dass wir weiterhin durch Deutschland touren können. Man fährt ja unheimlich viele Kilometer. Und als wir hierher kamen, mussten wir über eine schneebedeckte Autobahn fahren. Das war richtig gefährlich. Und jetzt haben wir ein modernes Auto, das eben diese uns sicher von Ort zu Ort bringt. Der andere Wagen ist leider nicht mehr durch den TÜV gekommen. Der war knallbunt, weil bei jeder Station irgendjemand was rankleben durfte. Auch kleine Kinder haben ganz viel dran rumgemalt und so. Der sah irre aus. Und jetzt stell dir mal vor, du fährst mit so einem Wagen zum TÜV. Und da steht so ein ganz seriöser TÜV-Beamter, der steht erstmal so da. Und auch als wir zur Werkstatt fuhren mit dem alten Wagen, der Mann, der die Werkstatt betreibt, der guckte. Ich kann das ja nicht ernst nehmen. Genau, den Wagen kann man ernst nehmen, noch. Ich weiß nicht, wie es heute Abend aussieht, nachdem die Schüler dieser Schule ein Hippie-Auto draus gemacht haben. Ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt. Und diese Schüler, die wurden extra ausgewählt oder sind sie? Nee, die haben sich frei, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die sich freiwillig gemeldet, weil sie eben Gestalter werden wollen, Gestalterinnen und Gestalter, und weil sie eben ja, kunstinteressiert sind und sich das zutrauen. Also ich bin sehr gespannt, wir kennen uns noch nicht. Aber da vorne steht jetzt die Jalda Riebling, also vielleicht habt ihr an sie noch Fragen zur Torah, zum Talmud und all diesen Dingen. Oh ja, ja, ja. Und da ist es besser, da ist es Zeit besser, da kommt sie schon. Film? Jetzt ist hier auch noch die Frau Riebling. Sie kann uns auch noch mal etwas über die Schriftrolle erzählen, über die ganze Religion. Also fangen Sie mal bitte an. Ja, ich fange mal bitte an. Unser heiliges Buch ist kein Buch, sondern eine Rolle, wie du schon gesagt hast, weil sie so alt ist, aus einer Zeit, da es noch keine gedruckten Bücher gab. Und die Menschen ihr Wissen und auch ihre Informationen auf Pergament mit Tinte geschrieben haben. Und bis heute wird die Tora, das ist unser heiliges Buch, auf Pergament geschrieben mit einer handgemachten Tinte. Und ein Tora-Schreiber hat eine sehr wichtige Aufgabe und braucht ein ganzes Jahr, um eine solche Tora zu schreiben. Also ist es üblich, die Tora mit der Hand zu schreiben? Mal eine Tora, eine koschere Tora wird von Hand geschrieben und auf Pergament, also auf Tierhaut geschrieben. Und was ihr heute Morgen gesehen habt, ist eine gedruckte Kopie, also auf Papier gedruckte Kopie, die man zum Lernen nimmt, zum Lehren. Und wir haben heute einen Teil dieser gedruckten Kopie ausgerollt, die ganze Tora ausgerollt. Und es war eine sehr schöne Erfahrung zu sehen, wie groß das Teil ist. Ja. Das ist ja riesig, aber war das jetzt die komplette Tora? Oder? Das war die komplette Tora, ja. Also die fünf Bücher Mose, wie es in christlicher Tradition heißt. Die Tora besteht aus diesen fünf Büchern, die aber auch Schriftrollen waren. Und irgendwann sind diese fünf Schriftrollen zusammen auf diese zwei Eizim, die zwei Bäume gesetzt worden, sodass man sie also fortlaufend lesen kann. Zu unserem Kanon gehören weiterhin Prophetentexte und die kleinen Schriftrollen, also da gehören noch mehr Bücher dazu. Das ist ja dann schon ziemlich alt, das Buch, weil Sie haben ja... Ja, das ist sehr alt und du hast ja immer verschiedene Ebenen, also die eine Ebene ist das Wort, was wir von Gott bekommen haben. Und die andere Ebene, das sind die Wissenschaftler, die dann auseinanderpuzzeln, dass dieser Teil des Textes also bestimmt wesentlich älter ist. Auf jeden Fall geht es zurück bis auf das Jahr 700 vor unserer Zeitrechnung. Das ist alt. Okay, Sie haben vorhin das Wort koscher erwähnt. Mhm. Was bedeutet koscher? Rein und unrein, rituell geeignet oder nicht geeignet. Das betrifft vor allem also die Speisegesetze. Wir haben jetzt mit einer Gruppe von Jugendlichen und Auszubildenden, die im Bioladen sind, sehr genau darüber diskutiert, also was unsere Speisegesetze ausmachen, die Trennung von
Milch und Fleisch. Besonders für die muslimischen Jugendlichen war es sehr spannend zu erfahren, dass also auch Schweinefleisch für uns ein absolutes No-Go ist. Aber man kann natürlich auch eine Tora, kann unkoscher werden, in dem Moment, wo du das Schriftbild nicht mehr richtig lesen kannst. Also in dem Moment, wo Missverständnisse möglich werden, ist sie nicht mehr koscher und muss entweder repariert werden, was ein Schreiber kann, oder aber wenn sie so zerstört ist, werden dann diese Teile beerdigt. Aber das darf dann nicht jeder reparieren? Das kann nur jemand reparieren, der auch genau weiß, was er tut. Und das ist die Aufgabe eines Schreibers. Insofern. Die Tora, sagen wir, hat keinen Anfang und kein Ende. Im Laufe eines ganzen Jahres lesen überall in der Welt Juden die ganze Tora einmal. Und zu Simchat Torah, das ist das Fest der Torah-Freude, lesen wir den letzten Abschnitt und fangen wieder von vorne an. Das heißt, in unserer Geschichte stirbt Moses, die Leute machen sich bereit, den Jordan zu überqueren, um ins gelobte Land zu kommen. Und was finden wir dort? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz ve ha-aretz hayta tohu va-bohu. Im Anfang schuf der Ewige Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und dann heißt es weiter, und der Ewige besprach, es werde Licht und es ward Licht. Das heißt, wir beginnen immer wieder von vorne. Und wenn du mich fragst, ja, wird das ja nicht langweilig, immer dasselbe zu lesen, dann kann ich dir nur antworten, ja, ja, ich lese denselben Text, aber ich habe mich verändert in diesem Jahr. Und jedes Mal, wenn ich die Tora lese, lese ich sie neu, weil ich neue Erfahrungen in diesem Leben gemacht habe. Und ich betreibe das jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich kann euch nur sagen, ich finde ständig Neues in der Tora. Und was ist das für eine Sprache, was Sie gerade hier sagen? Das ist Hebräisch. Das ist eine sehr, sehr alte Sprache. Wir haben vorhin, kam die Frage, ja, welche Sprache, wenn Sie sagen, dass Jesus jüdisch war, welche Sprache hat er denn gesprochen? In dieser Zeit, in der Jesus gelebt hat, war die Lingua Franca Aramäisch. Ja, eine Sprache, die dem Hebräischen sehr verwandt ist, aber schon weg davon gegangen ist. Also noch vor der Entstehung des Arabischen, da liegt das Aramäische dazwischen. Also wir reden von einer sehr, sehr alten Sprache, die in ihrer Schriftform zum Beispiel keine Vokale hat. Und je nachdem, wie ich ein Wort vokalisiere, kann es eine andere Bedeutung haben. Also Egel Sahav ist das goldene Kalb, aber Egel kann ich auch, wenn ich andere Vokale für dieselben Konsonanten, die geschrieben stehen, verwende, Agol, also das Runde, das goldene Runde sein. Ja? Es ist immer eine Frage der Auslegung, und so findest du natürlich immer wieder Neues in der Tora. Mir hat heute besonders gut gefallen, dass wir Menschen von sehr verschiedenen Traditionen hatten, die miteinander geredet haben. Und einmal mehr bin ich dankbar, in einer Welt und in einer Zeit zu leben, wo jeder von uns frei entscheiden kann, was er leben möchte und was er leben will. Und je tiefer wir in unseren eigenen Traditionen drinstecken, desto besser können wir miteinander kommunizieren. Und dieses Voneinanderlernen war für mich sehr wichtig, weil es gibt viele Wege zu dem einen und einzigen Gott, aber die Verantwortung für die Welt, die tragen wir alle zusammen.